Ja, hallo meine lieben Filmfans und fucking Freaks und herzlich willkommen zu meinem neuen Flohmarkt-Video. Ja, heute ist schon wieder P1. Das ist noch gar nicht so lange her, da war ich ja mit dem Dumbo, mit dem Filmangler da. Bei denen hat ja die Ausdauer ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Tun die Füße weh. Ich muss pipi, ich hab Durst, ich will nach Hause. Ja. Nein, war natürlich Spaß. Und heute ist es schon wieder. Und eigentlich ist heute Unwetter angesagt. Es ist zwar auch sehr bewölkt, aber die Sonne kommt so ein bisschen raus. Ich riskiere es einfach mal, ja. Und ich nehme euch mit. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis später. Es war von leichten Schauer die Rede. Ja, ich war am Anfang noch am Meckern hier über Patrick und Markus. Ich kann nicht mehr laufen, ich will nach Hause, mir tut alles weh. Ja, ich bin nass, ich will auch nach Hause. Ja, dementsprechend, Leute, ist meine Ausbeute mager. Boah, ich sehe euch kaum. Ich kann auch gar nicht meine Brille richtig sauber machen. Guckt mal, ich bin bitte nass, Leute. Naja, komm. Ich habe 3 Filme gefunden, jeweils für 1 Euro. Das wird wahrscheinlich das kürzeste Flohmarkt-Video, was ich je hatte. Egal. Auf jeden Fall habe ich hier einmal mitgenommen einen Film von Brian Yusna, der mir noch fehlte. Rottweiler. Ja. Das ist ewig her, wo ich den gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, worum es geht. Wahrscheinlich um Rottweiler. Naja. Guck mal, ob du hier rauskommst. Das ist hier ein Gekurve auf dem Parkplatz. Also die Einweiser, die haben es nicht auf die Kette gekriegt hier. Egal. Dann habe ich hier auf jeden Fall, ich glaube, es ist ein deutscher Film, ein deutscher Horrorfilm, der richtig gut sein soll. Und zwar von Andreas Marschall. Den gibt es auch eigentlich in einer Special Edition, die ich viel lieber gerne hätte. In so einem Pappschuber. Aber jetzt so zum Reingucken für 1 Euro reicht mir das auf jeden Fall mal. Hier macht auch unter anderem Mathieu Carrière mit. Und zwar Tears of Kali. Ich kann euch zu dem Film leider auch gar nichts sagen. Ich habe halt, wie gesagt, nur gehört, für deutsche Filme soll der richtig, richtig gut sein. Ja, ja, und als letztes haben wir hier quasi einen Zeitreisefilm, wo ein Killer irgendwie umhergeht. Ja, komm noch näher und du patschst mich gleich hier an, du. Das Blöde ist, die haben hier so scheiße geparkt, dass die Leute hier gar nicht mehr rauskommen. Und jetzt versuchen die hier auf Millimeter zu wenden. Naja, egal. Auf jeden Fall Science Fiction wird so hier ein bisschen mit, vom Erfolg her, ein bisschen mit Donnie Darko geworben. Time Crimes. Auch auf DVD bin ich auch auf jeden Fall mal gespannt.
Und ja, ist auf jeden Fall ein schöner Schuber, wie ich finde. Der auch so ein bisschen. Nee, hat er gar nicht. Der ist auf jeden Fall. Ach, der ist nochmal irgendwie so komisch eingeschweißt, weil den FSK-Flatschen, den kann man irgendwie gar nicht abmachen. Man kann den so, der ist wie so erhaben, aber die ganze Hülle ist wie so eingeschweißt. Komisch. Naja, auf jeden Fall Time Crimes. Wie gesagt, das soll es auch an dieser Stelle gewesen sein. Es tut mir leid. Das ist echt der Wahnsinn. Hier ist ein mega Platzregen. Guckt euch das an. wie gesagt, es war eigentlich nur vom leichten Schauer die Rede, aber ja, hier geht's drunter und drüber. Es tut mir leid, dass ich euch nicht mehr zeigen konnte. Ich wollte endlich mal filmen. Ich war alleine auf dem Trödelmarkt. Es ging einfach nicht. Also mein Handy wäre platt gewesen bei dem Regen. Naja, gut, okay. Ich versuche jetzt auch hier rauszukommen. Das ist eine ganz schöne Kurvelei hier, aber ich denke, ich kriege das hin. Wünscht mir viel Glück. Ja, bewertet trotzdem das Video. Ich würde mich freuen. Und sagt mir gerne was zu den Filmen, die ich nicht kenne. Ja, ja, seid auch einfach das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, sagt mir nicht, kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Ich würde mich freuen. Tschüss, macht's gut, euer Moviepicker.